Na komm schon, hier muss doch irgendwo mal wieder eine Leiter kommen. Gönnspiel, natürlich. In der Sekunde, wo ich den Stein abbaue, schießt natürlich direkt ein Laserstrahl durch, Digga. Alles klar, und der hält mich natürlich. Ja moin, Digga. Maximale Gönnung. Komm. Na komm jetzt hier. Ach, verdammt. Komm. Ach, verdammt, geht's doch weiter. Ich muss schon sagen, dafür, dass es Sommer ist, regnet es wirklich extrem oft. Ja, und vor allem die ganze Zeit donnern, ne? Also es donnert halt permanent. Jedes Mal, wenn ich losgehe in die Mine, immer nur am donnern, donnern. Ja, nächste Etage. So, jetzt bin ich auf 108. Du kleines Mistding. Eine Bombe! Schon wieder. Alter, wie viele Erze sind hier gerade? Golderz, Kupfererz. Nochmal Golderz. Zack, noch mehr Golderz. Und hier unten ist das nächste Erz. Irre. Ich glaube, ich verkaufe einfach diese ganzen Dinger. Diese Muscheln und so weiter. Okay. Ja, ist verkauft. Kann man die Algen, dieses Algenzeug nicht essen? Diese, also die Korallen? Keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Ja, ich mit. Wenn ich in die Mine gehe, kaufe ich zuvor Forellensuppe beim Fischer. Damit kann ich mich heilen und Energie auffüllen. Wenn es brenzlig wird, empfehle ich dir. Also ich will jetzt nicht unbedingt unser Geld ausgeben, ne? Also wir wollen halt schon ein bisschen sparen, um uns andere Sachen zu kaufen. Also ich weiß zumindest nicht, wie teuer die Suppen sind, aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt so wirklich. Weil jetzt ehrlich machen wir halt bis jetzt, glaube ich, alles so mehr auf Geldbasis. So immer her mit dem Geld mäßig. Ja, da wär's, also wirklich Geld so ein Problem. Da wäre es ja, glaube ich, nicht so schlau, wenn wir uns das nächste Mal Suppen kaufen. 250 Gold, nee, lohnt sich absolut nicht. Also da nutzt es nicht so viel. Da riskiert man lieber mal so ein bisschen einen drauf zu kriegen, aber das, also 250 ja, ist dann doch ein bisschen doll fett. Ich meine, so 100, so 50 hätte man vielleicht auch sagen können, so okay, aber 250? Vielleicht so Endgame, wenn wir das Geld so haben, dann kann man es machen, aber davor würde ich es nicht empfehlen. So, und genau wo ich das sage, bekomme ich natürlich wieder ein paar Karotten, dass ich direkt nochmal essen kann und wieder alles regenerieren kann. Irre. Das alles for free. Lecker. So. Rein theoretisch. Oh! Oh, ich habe schon wieder so eine geile Ebene gefunden, wo ganz viele Kisten sind nebeneinander, die ich gleich abbauen kann. Guck mal, ob da wieder was Geiles drin ist. Jetzt habe ich da ein Schwert gefunden. Gönn. Smaragd, okay. Na, Höhlenkarotte schon wieder. Na gut, die kann ich direkt futtern, dann habe ich wieder Platz frei. Jo, rein damit. Nam. Aber bis jetzt sind wir eigentlich relativ vegan unterwegs, ne? Also ich glaube, also doch, wir haben bis jetzt auch kein Fleisch gegessen, ne? Holy shit. Ja, stimmt. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben Lederschuhe an. Okay. Na gut, wenigstens haben wir uns dann vegan wenigstens ernährt. So ein Ding. So, rein. Aber vielleicht ist es ja Kunstleder, was ich anhab. Oh, eine Kiste schon wieder. Stufe 110, mal gucken, was drin ist. Ja, scheiße, ich hab keinen Platz im Inventar. Oh, Weltraumstiefel, bitte? Fucking Weltraumstiefel, dein Ernst, Alter? Weltallstiefel, der ja. Viel Verteidigung, okay. Nächstes Mal, wenn du in die Höhle gehst, hol dir die Stiefel, die sind auf 110. Ich glaube tatsächlich, es gibt 120 Stufen. Ich habe das aber vergessen, glaube ich. Das blaue Sneaker, Junge. Oh, boy. Später werdet ihr nur noch Kaffee trinken. Ich glaube, 120 ist das höchste. Das ist schon wieder eine richtig gute Höhlentour, Alter. Ich bekomme die ganze Zeit Karotten, sodass meine Ausdauer nicht weggeht. Aber bis jetzt läuft es richtig gut. Na, verdammt. Boah, ich könnte, glaube ich, die Fackeln mitnehmen, ne? Hä, hey, habe ich nicht welche dabei? Hä, hey, wieso habe ich keine Fackeln dabei? Ach, oh Gott, ich bin drauf gegangen. Stimmt, die habe ich verloren. Na, egal, brauche ich eh nicht. Ja, aber nicht dringend. Ist das nicht sogar besser, wenn du dein ganzes Inventar voller Müll hast? Weil, falls du bewusstlos bist, dass dann sowas lieber weggeht? Ja, gut, es wird halt, alles geht dann halt weg, ne? Also von allem etwas halt random. Oh mein Gott, Digga. By the way, unsere Höhle funktioniert jetzt schon, ne? Haben wir schon Pilze drin, oder was? Ja. Guck da, also wenn du, das Problem, was du hast mit den ganzen, yo, ich brauche Essen, wann wachsen endlich die Büsche, etc. Genau das ist, hast du, das Problem ist jetzt weg,
durch diese Höhle. Weil in dieser Höhle wachsen immer und immer wieder neue Pilze und die Pilze kannst du einfach fressen. Und das ist genauso wie, als ob du Büsche in den Höhlen hast, weißt du, was ich meine? Okay, nice. Wie oft kann man das machen? So alle 3 Tage oder? Digga, die bringen so viel Energie, Alter. 75 Energie, 75 Energie, 38 Energie. Jo, Junge, das. okay, ja, die brauche ich, brauche ich. Nee, ich mit nachher. Digga, es ist so krank einfach nur. Ja gut, dann werde ich die ganze Zeit futtern, die Pilze. Na, ist echt heftig. Jetzt zum Beispiel bin ich auch Ich schon wieder glaube, ich fast wachs. weg, also mit meiner Ausdauer und Ich hab. allem. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, entweder jeden Tag oder alle paar Tage oder irgendwie so wachsen die. Nice. Kaffee bringt einen Speed-Bonus. Ach so, okay, interessant. Ja, es gibt ja auch irgendwie so einen Ring, der Speed-Bonus bringt. Da habe ich auch erst noch gesehen. Da erhöht irgendwie die Angriffsschnelligkeit. Junge, wie viele Omnigionen finde ich hier heute? Ich habe schon wieder 4 Stück, glaube ich, gefunden. Ja, 4 Stück habe ich gefunden. Lol. Dort meine Ausdauer ist im Arsch. Gut, ich hau ab. 112 bin ich gekommen. Ist schon mal ein guter Anfang. 19 Uhr, das heißt, das Spiel ist gar nicht mehr da. Verdammt. Die Mine geht bis Stufe 120. Achso, okay, Anaman. Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay, ja, da habe ich es irgendwie vergessen, wahrscheinlich. Naja, oh dann fehlt er mir viel. Dort gibt es ein Item, das ihr später brauchen werdet, okay? Hattest du eigentlich schon die ganzen Stufen abgegrindet? Weil ab jeder 10. Stufe bekommt man ja irgendwie ein Item. Hattest du das schon gemacht? Meinst du vor früher oder meinst du jetzt? Ne, jetzt gerade, weil ich glaube, Stufe Nee. 40 war es das letzte Mal drin. Da war ja Stufe 50, 60, 70 und so müsste ja immer noch Hä? sein. Oder nicht? Was redest du da mit Stufe 40, Digga? Ich war doch mit dir auf Stufe 95. Ja, ich weiß nicht, ob du alles schon davor abgegrindet hast, weil davor warst du ja erst das letzte Mal auf 40 und dann habe ich halt durchgemacht bis zu Nein, ich war die 80. ganze Zeit dabei. Okay. Fledermaus, ach, behalt erstmal alles. Genau, Erze, Erze. 33 Golderz kommt hier rein, das kommt rein, das kommt rein. Ich verbessere noch ein bisschen die Höhle oder verschönere sie in meinen Augen. Ganz wichtig ist es auch, dass ihr das Community Center wieder aufbaut, okay? Ja, müssen wir mal gucken, wollen wir das machen. Ich glaube, das werden wir eher frei kaufen als frei bauen, weil das dauert viel zu viel, das ist viel zu viel Arbeit. Alles jetzt, jedes einzelne Item da zu haben und alles zu spenden und jede Jahreszeit, jedes Item jede Jahreszeit zu haben, ist keine Ahnung. Wir werden da einfach Geld Okay. reinpumpen und gut ist. Aber war Geld reinpumpen nicht dieses komische Joja-Markt Ja, oder ich so? weiß. Ja, ich weiß, ich weiß. Story Meets ist natürlich kacke, so, aber. Wir können ja. Das ist ja kein 100% Let's Play. So. Das ist ja, wenn wir das machen würden, dann ist das ja fast ein 100% Let's Play. Okay. Von mir aus können wir pennen gehen. Wie sieht es bei dir aus? Noch nicht. Okay. Heute noch Fortnite, keine Ahnung, glaub nicht. Ich würde gerne nachher noch ein bisschen Call of Duty Mobile spielen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich hätte wieder Bock drauf. Ich habe da Ich nämlich glaube heute nicht mehr. ein. Okay, dann nämlich. Aber ich würde heute eh nur bis 17 Uhr machen, also noch, sagen wir, eine halbe Stunde ungefähr. Da würde ich von meiner Seite aus sagen, dass ich dann auch nicht mehr unbedingt weiter Stardew Valley machen werde für heute. Nichts kaufen macht sonst ja keinen Bock. Anderman, keine Ahnung, wir werden gucken, wie wir es machen. Wir werden gucken. Aber jetzt jede Saison immer Was hat er Items gesagt? reinschmeißen. Er hat gesagt, nicht kaufen macht sonst keinen Bock. Was nicht kaufen. Ja, die ist Community Center. Ja, aber ich habe keine Lust, also wir können das nicht freischalten. Das ist viel zu viel Arbeit. Das ist ja ein 100% Let's Play dann. Also, wie viel Das wird, muss man wenn wir, denn quasi da wenn, reinhauen? Digga, das ist so viel. Wir müssten aus jeder Jahreszeit eine bestimmte Sache, wenn irgendetwas fehlen würde, müssten wir wieder eine Jahreszeit warten, bis wir die Sache wieder bekommen. Das ist so eine Heidenarbeit. Also unsere Spielzeit würde sich um mindestens das Dreifache, wenn nicht sogar das Vierfache vergrößern, wenn wir das auf 100% haben wollen. Okay. Das ist quasi das 100%-Ding. Wenn du 100% spielen willst, dann machst du das. Wenn du keine 100% haben willst und einfach nur das Spiel spielen willst, aber die Vorteile davon haben willst, dann kaufst du es dir frei. Okay. Langsam schlafen gehen, oder? Chill kurz.
Geh schon mal ins Bett, es wird langsam spät. Ich muss nur ganz kurz hier Öfen anfachen. So, rein, 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 so. Jo. So, waren die Band eigentlich fertig? Warte mal, die glaube ich werden heute erst, ne? Oh mein Gott, guck dir an, 1,5. Mineralarbeit Stufe 7. Plus 1 Spitzhackeneffizient. Nice, Digga. Nice. Sammeln Korallen? Digga, als ob die so viel Wert haben. Na, Mann. Krasser Scheiß, Mann. Krasser Scheiß. Aber was du auf der Straße rum. So, jetzt müssten doch eigentlich die Bären wieder fertig werden, ne? Hier unten. Hä? Was ist das, Digga? Hä? Ich google das jetzt. Dauert das 4 Tage? Das kann doch gar nicht sein. So, aber sind eigentlich schon Pilze fertig? Kann ich schon welche mitnehmen, bevor ich jetzt losrenne? Ich guck mal. Ja, ich habe doch welche ein paar in die Kiste reingelegt. Pass auf, es gibt auch giftige Pilze. Nicht in die Kiste. Geh den Weg nach oben. Da wirst du das sehen. Ich habe auch den inneren Raum alles voller Steinpflaster gemacht. Und du wirst eine Kiste darin finden, wo auch ein paar Pilze drin sind. Ja, okay. Und welche sind giftig davon jetzt? Kannst du doch einfach sehen, aber die giftigen habe ich schon weggeschmissen. Achso, okay. Ja, dann nehme ich 2 Pfifferlinge mit. No. Mach mal so, dass ein paar Pilze übrig bleiben. Ja, 4 Stück sind noch drin. Ein bisschen was aufsparen. Ich habe nur 2 mitgenommen. Sind da schon welche gewachsen oder waren da keine? Ne, da waren keine. Die komischen Boxen sind so breiter geworden, dann wieder dünner, dann wieder breiter, dann wieder dünner. Keine Ahnung, ich denke mal, dauert noch ein bisschen. Alle 4 Tage kann erneut geerntet werden, okay. Alle 4 Tage. Gewachsen ist es, glaube ich, am 13. Nee. Das heißt, morgen oder übermorgen. Also entweder morgen oder übermorgen. Entweder morgen oder übermorgen werden wir es definitiv dann wieder Cash bekommen. Okay. Boah, die Musik ist einfach so Hammer. Immer wenn ich Musik in dem höre, dann frage ich immer, ob die andere Person das genauso hört. Also genau denselben Ton gleich, weiß ich meine. Mhm. Oder ob das irgendwie ein bisschen versetzt ist oder. Ja. Das frage ich mich auch immer in GTA im Radio, ob es genau 1:1 dasselbe ist. Also genau zur selben Sekunde. Also ich bin der Meinung, dass es 1:1 ist bei GTA. Weiß ich nicht. Ansonsten, wenn du das Radio einschaltest, hört der andere ja auch, keine Ahnung. Direkt runter, zack. Ich meine, vielleicht ist da so ein Zeitdelay von so einer halben Sekunde oder keine Ahnung. Oder ob das wirklich genau live ist. Na, nehme ich mit. Zack, wieder runter. Oh, mein Gott, sind hier viele Erze! Oh. Ich habe 1, 2, 3. Alter, 8 Erze direkt nebeneinander. Nehme ich mit, Digga. Nehme ich mit. Holy shit. So, was hast du mit der Sonnenblume? Meine Sonnenblumen sind gewachsen. Ich frag mich gerade, ob ich die nochmal anpflanzen kann oder ob es zu spät ist. Ich muss kurz nachgucken. Mhm. 8 Tage. Ja, das sollte passen. Nice, nehm ich mit. Okay, das heißt, nur noch eine einzige Runde Sonnenblumen gibt es und dann war's das. Oh, Thermastiefel. Was sind das denn? Thermalstiefel. Oh, unsere Kaffeebohnen sind gewachsen. Unsere Kaffeebohnen sind gewachsen. Können wir Kaffee machen? Oh. Ha! Scheiß Fledermaus. Wir haben 12 Kaffeebohnen. Nice. Ich google das auch nochmal kurz, ob ich die auch nochmal anpflanzen soll oder lieber nicht. Steht da nicht, wie lange die brauchen, bis sie fertig sind? Ich google das jetzt. Okay. Also ich google auch generell. Ich gucke einfach mal kurz nach. Kaffeebohnen. So, Wachstum. 10 Tage. Und die kommen alle 2 Tage wieder. Und keine 4 Tage. Ach so, okay. Also, ja, es. 10 Tage, ja, es wird sich schon lohnen. Was ist das für ein Stein? Iridium-Erz schon wieder gefunden. Ah, jetzt bin ich auch auf der Höhe, wo ich das schon so abbauen kann. Ehre. Gesamt 10 Tage.
glaube, ich könnte anpflanzen. Ich glaube, ich pflanze jetzt was an. Na komm, Herr Wizard hier, ich stech dich ab. Schattenessenz. Ich frage mich, ob wir die Schattenessenz wirklich brauchen, weil ich bekomme die halt die ganze Zeit von diesen Gegnern. Die spawnen halt immer drei oder vier von den Lass dich Dingern. dann bitte, also um Kaffee herzustellen, brauchen wir Hofarbeit Level 8. Dann können wir erst das Rezept bekommen. Lass mich bitte die ganze Zeit diese Beeren pflücken, weil dann kriege ich viel, viel schneller diese Level 8, dann kann ich schneller Kaffee machen. Oh ja. Ich bin ja eh der Höhlentyp, also ich bin ja zum Beispiel jetzt irgendwie schon, ich glaube, Minenarbeit bin ich mittlerweile 8 oder so. Glaube, Minenarbeit bin ich 2. Dann spezialisieren wir uns einfach so mäßig. Ja, genau. Jo, was ist das für komische Köpfe, die hier rumfliegen, Alter? Wie aus Rick and Morty, diese komischen, fliegenden Köpfe hier, Alter. What the fuck? Show me what you got. Ach, Digga, so gut. So fucking gut, Digga. Ah, komm. Ach, verdammt. Jo, den einen Tag bekommst du richtig viele Gionen, Alter. Danach kriegst du gefühlt gar nichts mehr. Komm, ach, geht doch. Komm, beschwert man sich, kriegt man direkt wieder eine Ehre. Die goldene Regel, immer beschweren. Jo, wie viel schluckt dieser Schleim? What the fuck? Na komm, drop, 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 drop. Ah, komm. Oh, das war's. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, Anaman. Meinst du, was die Kaffeebönchen angeht, oder was? Gehen wir mal. Ah, nice. So, Stufe 118. So, rein theoretisch müssten jetzt eigentlich noch zwei Stufen kommen, dann bin ich durch. Dann schauen wir mal. Ja. 118 bist du krass, okay? Oh, ich komme mir halt gerade ganz gut voran. Dann müsstest du gleich den Schlüssel bekommen. Aber diese Schleims halten so viel aus, ne? Jetzt komm her, du Heiler hier, du Scheiß-Schamane. Und zack. So, jetzt fressen wir mal ein paar Pilze, mal gucken, was dabei rauskommt. Jo, das bringt ja übelst viel. Ja, Mann, ich sag's dir, Digga, ich sag's dir. Ich Zack, habe vorhin Leben nur fast wieder Pilze voll. gegessen die ganze Holy Zeit. shit. Im ersten Playthrough habe ich nichts gekriegt, außer Pilze. Ist ja übelst dope. Lol, ich kann mit den Dingern Vor interagieren und dann droppen die Kohle, bitte? Was? Was Ja, droppt diese Kohle? komischen Karren, die hier rumfahren. Du hast doch diese komischen Schienen, da sind so ein Karren drauf. Nur da A drückst oder X, dann droppen die Kohle. Neue Pilze sind gewachsen, ich mach die in die Kiste rein. Irre. Die giftigen schmeiß ich einfach direkt weg. Oh jo. Was soll man denn eigentlich mit den giftigen machen? Warum gibt's die? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht.